Burgis, Mr. Alf. Ich habe meine Gedanken ganz woanders, aber ich muss mal kurz was zum Besten geben. Musik habe ich jetzt extra ausgeschalten, damit es nicht wieder eine Urheberrechtsverwarnung gibt. Habt ihr es mitgekriegt mit dem Fleischskandal in Unna? Ja, da hat eine Tierrechtsorganisation aufgedeckt, dass dort Tiere entgegen deutschen Gesetzen geschächtet werden. Also bei lebendigem Geist qualvoll zum Tode gebracht werden. Durch Ausbluten, Halsschnitt, ja, Luftröhre, Nervenstränge, Speiseröhre, alles so. Jetzt kann man es natürlich müßig drüber zu diskutieren, wenn man kein Veganer ist, ob das jetzt noch das Krautfett macht, dass man überhaupt Fleisch isst, ist mir vollkommen klar. Aber wenn man natürlich meint, dass das deutsche Gesetz, das habe ich eben schon in dem Beitrag gelesen, ich verlinke den mit Sicherheit auch noch drunter, dass es Ausnahmen von diesen Gesetzen gibt, aufgrund von religiösen Sülzdreck, müssen wir jetzt natürlich nicht extra benamsen, dass es dabei hauptsächlich um die Vertreter der mohammedanischen Glaubenskultur geht, ja. Sehr vorsichtig und diplomatisch ausdrücken, dass da natürlich das deutsche Gesetz Ausnahmen macht. Ja, nur ganz wenig und dies und das, aber es gibt Ausnahmen. Hallo, hackt's? Von so einer fiesen Praxis kann es keine Ausnahmen zu geben. Vielleicht gibt es ja demnächst auch Ausnahmen für Mohammedaner, damit die eine 14-Jährige wegflexen können. Hackt's? Ja. Und wenn ich das dann sehe, obwohl das kein Grund ist, das was Lustiges dazu zu machen. Aber ganz im Ernst, ich bin von mir aus der Einzige, der dieser Religion angehört, aber ich gehöre der Religion Coca und Schnaps an. Das heißt, ich setze mich grundsätzlich berauscht und also von Kokain und Alkohol berauscht an Steuer und sage, hört mal, das ist meine religiöse Freiheit. Und da müsst ihr mir auch mal ausnahmsweise genehmigen, im Zickzack mit dem Auto rumzufahren. Wie? Was? Genauso? Ja, wie gesagt, das ist so. Ich werde es nie verstehen, dass unser Staat da so furchtbar kriecht. Der Staat kriecht ja nicht. Der lutscht ja. Der lutscht. Der lutscht einfach. Du kannst für sowas mit bis zu 5 Jahren Knast bestraft werden, ja. Und dann sag ich mal so, na dann nutzt doch mal die Härte des Gesetzes aus. Denn die Leute in dieser Fleischhof, was auch immer, die haben das ja in Gewinnerzielungsabsicht getan, fortgesetzt und gemeinschaftlich. Das bedeutet, das Gesetz würde zum Beispiel im Kontext eines Drogendeliktes da keine Gnade kennen. Und da ist nichts damit Bewährung oder mit einer kleinen Geldstrafe, weil du mal eine Tüte Dope in der Tasche hattest. Ich schätze es nur ins Verhältnis, damit man es besser verstehen kann. Aber ihr werdet sehen, wir werden davon nichts mehr hören. Wie immer wird man davon nichts mehr hören. Da gibt es mal ein großes Aufschreien. Die hätten es wahrscheinlich am liebsten unter den Tisch gekehrt. Ich habe mich da jetzt nicht so reingelesen. Wahrscheinlich haben die Tierrechtler aber genug Kino gemacht, das meine ich nicht abwerten, sondern genug Kino gemacht und sie konnten sich mal unter den Tisch kehren. So, pst, lass doch mal auf, das sind doch Muslime, da könnt ihr doch nicht hier. Ach so, Entschuldigung, wussten wir ja nicht. Ja. Das ist genauso wie ich niemals verstehen werde bei der Antifa, dass sie sich so für Muslime einsetzen oder sagen wir allgemein eher das linke und nicht so wertkonservative Politspektrum sich so sehr für Muslime einsetzt. Mädels, für was habt ihr in dem Verein? Für Emanzipation gekämpft und für die Aufweichung und Aufhebung des Patriarchats. Macht man ja denken drüber, wie man will, um dann Muslimen im Wortsinne den Schwanz zu lutschen. Wie blöd muss man denn sein? Ich komme darauf nicht klar, aber ist ja auch nicht meine Baustelle. Das müsst ihr ja mit euch selber ausmachen. Ich finde es einfach nur furchtbar behindert, wie man so blöd sein kann. Das Ding ist immer so, seid ihr blöd?
Seid ihr ignorant? Oder geht euch der Widerspruch dann nicht auf? Ich könnte euch ja noch mehr Widersprüche aufzählen, aber komm, lass. Naja, ist einfach nur kranker Dreck. Kranker Dreck, wahrlich. Kranker Dreck. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, wenn jemand stolpert oder fällt. Hebt ihm auf, putzt ihm die Knie sauber, gebt ihm eine Nackenschelle. Wenn es jemand ist, der Tiere mit Vorsatz quält, dann natürlich nicht. Gehört ihm nur einfach mal zur Erbauung, und weil das eben eurer Religion entspricht, mal einen Schädel abtrennen. Also, ein Segen habt ihr. Das ist so ironisch nicht, das ist so zynisch, dass mir dazu jeder, auch nur halbwegs passender Vergleich fehlt und mir auch dazu nichts mehr einfällt. Deswegen lasst es jetzt gut sein. Ne? Wenn jemand stolpert oder fällt, wie gesagt, aufheben, Knie sauber putzen, ansonsten Gas ist rechts. Ich wünsche euch was, ich schief genagten Scheiß als Turm. Macht's gut, euer Alf.